Aber da passen auch keine Geschenke drunter. Wo soll der Weihnachtsmann sie denn hinlegen? Nicht, dass er sie wieder mitnimmt. Also unter dem Baum ist tatsächlich kaum Platz. Ach hallo, da seid ihr ja. Wir haben heute unseren Weihnachtsbaum geholt. Er ist allerdings recht klein geworden. Und jetzt hat Jule Sorge, dass die Geschenke gar nicht darunter passen. Wollt ihr wissen, wie wir das Problem lösen? Dann bleibt dran! Wollen wir jetzt den Weihnachtsbaum holen? Oh ja. Jetzt? Bernd, ich bin doch mitten in den Weihnachtsvorbereitungen. Ich kann jetzt nicht. Aber ich möchte jetzt so gerne. Ist doch kein Problem. Dann fahre ich mit den Kindern alleine. Das würdest du machen? Das wäre toll. Das würde mir sehr helfen. Ja! Ich will den Weihnachtsbaum aussuchen. Nein, ich möchte den aussuchen. Hört auf zu streiten. Den sucht ihr gemeinsam aus. Wo fahrt ihr denn hin? Wieder zu dem Weihnachtsbaumhändler neben dem Supermarkt? Nein, dieses Jahr machen wir das anders. Wie machen wir das denn? Wir fahren in den Wald zum Forsthaus. Und wieso? Da kann man sich selber einen Baum schlagen. Warum schlägt man denn einen Baum? Das tut doch weh. Das sagt man nur so. Das heißt, man fällt ihn selber. Also sägt ihn selber ab. Oh ja, können wir jetzt los? Kann ich auch mal sägen? Sägen? Ich werde den Baum abhacken mit der Axt. So wie die Holzfäller das früher gemacht haben. Ha! Ich wünsche euch viel Spaß. Lasst euch ruhig Zeit. Dann kann ich hier mal das ganze Haus sauber machen. Und hier gibt's die Tannenbäume? Ja, schau mal, der Mann da, das ist der Förster. Guten Morgen. Ich nehme an, Sie möchten einen Tannenbaum schlagen. Ja, und zwar einen ganz großen. Dann schauen Sie sich mal um und suchen Sie sich den schönsten aus. Danke, das machen wir. Wie wäre denn der hier? Viel zu klein. Ja, ist ja Mini. Ich finde den eigentlich ganz in Ordnung. Aber gut, was ist mit dem da? Der ist auch noch zu klein. Warum denn das? Also der Dominik in der Schule hat gesagt, unter einen größeren Baum passen viel mehr Geschenke. Also brauchen wir den größten Baum, den es gibt. Dann kriegen wir die meisten Geschenke. Das klingt logisch. Der da ist der Größte. Der da? Na, ich weiß nicht. Also ins Auto kriegen wir den schon mal nicht. Papa, bitte, 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 den da. Ja, bitte, bitte, Papa. Ah, ich habe schon eine Idee. Das ist doch nicht euer Ernst! Aber es gibt die meisten Geschenke. Das war der Größte. Ja, das glaube ich gerne. Aber sag doch mal, wie sollen wir den denn ins Haus bekommen? Der passt doch gar nicht ins Wohnzimmer. Bernd, was hast du denn dabei gedacht? Dass wir die meisten Geschenke kriegen? Ach, Bernd. Ist ja schon gut. Ich säge ihn einfach ein bisschen kleiner. Dann passt er schon rein. In Ordnung. Können wir jetzt den Baum schmücken? Den muss Papa doch erstmal kleiner sägen. Sollen wir mal schauen, wie weit er ist? Au ja. Und? Reicht das so? Nein, das ist immer noch viel zu hoch. Das reicht noch lange nicht. Aber er darf nicht zu klein werden.
Warum denn das nicht? Da passen keine Geschenke drunter. Da wird schon alles drunter passen, keine Sorge. Bernd, bitte mach ihn noch kürzer. Ist gut. Ihr könnt mir mal helfen, die Christbaumkugeln zu suchen. Aber ich will jetzt den Baum schmücken. Julius, zum einen ist Papa noch nicht fertig mit dem Baumabsägen und zum anderen haben wir die Tüte mit den Christbaumkugeln noch gar nicht gefunden. Aber wir haben doch schon überall gesucht. Ich mag nicht mehr. Ja, ich weiß, aber irgendwo müssen die doch sein. Im Keller sind sie nicht, auf dem Dachboden auch nicht. Habt ihr etwa mit denen gespielt? Nein. Nein? Reicht das so? Nein, noch mehr. Okay. Woher weißt du denn, dass er noch mehr abschneiden muss? Du hast doch gar nicht geguckt. Ich kenne doch Papa. Der hatte doch ganz bestimmt wieder nur ein ganz mini kleines bisschen abgeschnitten. Und wo sind jetzt die Kugeln? Du hast doch versprochen, dass wir heute den Baum auch schmücken. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht müssen wir neue besorgen? Annette? Bernd, bitte säg noch mehr ab. Aber das geht nicht mehr. Komm doch bitte mal runter. Oh nein, das ist eine Katastrophe. Da passen doch keine Geschenke mehr drunter. Das sieht hässlich aus. Meinst du nicht, du hast ein bisschen übertrieben, Bernd? Du hast doch gesagt, ich soll weitermachen. Das ist doch kein Weihnachtsbaum mehr. Da hast du recht. Das ist ja nun wirklich nichts. Bernd, du musst zum Supermarkt fahren. Daneben ist ein Weihnachtsbaumstand. Da holst du dann bitte einen netten, nicht zu groß und nicht zu klein geratenen Baum, okay? In Ordnung. Hier ist er also. Oh, der ist perfekt. Der ist aber klein. Da passen doch auch keine Geschenke drunter. Für uns wird es reichen. Das ist gemein. Ich will ganz, ganz viele Geschenke. Also Kinder, die Größe des Baums hat doch absolut nichts damit zu tun, wie viele Geschenke man bekommt. Doch, der Dominik hat das so gesagt. Aha. Helft ihr mir jetzt beim Schmücken? Ich habe die Christbaumkugeln gefunden. Wo waren sie denn? Im Geräteschuppen. Fragt mich nicht warum. Also, wer hilft mit? Ich mag nicht. Ich auch nicht. Nanu, vorhin wolltet ihr doch noch unbedingt. Aber da war der Weihnachtsbaum auch noch größer. Und jetzt ist er nicht viel größer als ich. Das heißt, es gibt weniger Geschenke. Das denke ich nicht. Bernd, kannst du bitte noch mal in die Stadt fahren und eine Gans oder eine Ente für das Weihnachtsessen besorgen? Na klar, mach ich. Ich will mit. Ich auch. Dann schmücke ich in der Zwischenzeit den Baum. Also Gans oder Ente ist schon längst ausverkauft. Da sind Sie aber auch ganz schön spät dran, Herr Jäger. Ach herrje, das ist aber gar nicht gut. Dann haben wir kein Weihnachtsessen. Das ist aber blöd. Na toll, der Weihnachtsbaum ist zu klein und es gibt kein Weihnachtsessen. Moment, ich hätte da noch etwas für Sie. Ich weiß doch, dass Ihnen das so gut schmeckt. Einen Moment bitte. Ah, prima. Dann haben wir das Weihnachtsfest ja gerettet. Was ist das denn? Das ist mein Lieblingsessen. Ah, da seid ihr ja. Ich habe eine Überraschung für euch. Wir haben auch eine für dich. Mama soll zuerst. Also, ihr hattet ja Sorge, dass nicht viele Geschenke unter den kleinen Baum passen. Ja, ganz genau. Und deswegen habe ich mir etwas einfallen lassen. Und was? Tada! Ich habe ihn einfach auf einen Tisch gestellt. So ist genug Platz für all die vielen Geschenke. Das sieht toll aus. Danke, Mama. Du bist die beste Mama auf der Welt. Oh, der ist auch so schön geschmückt. Und? Habt ihr eine Ente bekommen? Nein. Also eine Gans? Nicht ganz. Ein Hähnchen?
Wirklich? Das war das Einzige, was noch da war. Schmeckt doch lecker. Wir essen also keine Weihnachtsgans, wir essen ein Weihnachtshähnchen. Ja, vielleicht wird das eine neue Tradition. Sicherlich nicht. Ach, hallo, da seid ihr ja noch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr über einen Daumen nach oben. Vergesst auch nicht, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und erzählt euren Freunden von uns. Die Frage der Woche lautet diesmal: Wann wird denn bei euch der Weihnachtsbaum geschmückt? Macht ihr das jetzt schon oder erst an Heiligabend? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wir freuen uns darauf. Bis bald!